Hallo und guten Tag. Mein Name ist Thomas Rauer. Ich nenne mich der Bauherrenberater und das ist mein erstes Video. Ja, warum nenne ich mich der Bauherrenberater und warum dieses Video? Der Bauherrenberater ist mehr oder weniger eine Empfindung von mir, weil ich mich immer, auch in meiner 25-jährigen Verkaufstätigkeit im Häuserbereich, immer als Berater gefühlt habe, nicht als Verkäufer. Für mich war es immer wichtig, dass die Kunden optimal beraten werden. Natürlich ist auch mein Wissen beschränkt, ist klar. Er hat sich natürlich im Laufe der Jahre immer erweitert. Aber das, was ich wusste, habe ich versucht weiterzugeben. Und mein Ziel war es immer, dass der Kunde, wenn er dann kauft, wirklich sehr zufrieden war. In 25 Jahren habe ich über 300 Häuser verkauft. Und ich habe von meinen Kunden nie wieder was gehört, was ich jetzt mal als positives Zeichen sehe. Dürfen Sie selber beurteilen. Ja, jetzt bin ich nicht mehr im Verkauf. War in einigen Bauunternehmen, auch in einem sehr, sehr lange, über 11 Jahre. Ich kenne sowohl die Massivhausbranche als auch die Fertighausbranche. Ich kenne kleine Unternehmen, ich kenne große Unternehmen. Also die Erfahrung ist sehr groß. Was ich immer festgestellt habe, ist, dass wenn Bauherren zu mir kamen, dass sie sich zwar im Internet einmal ein bisschen schlau gemacht haben, was wird über dieses Unternehmen, würde sie das sich jetzt gerade interessieren, gesagt. Und wenn es weitestgehend positiv ist, dann hat man ein gewisses Vertrauen entwickelt. Und dann kam man zum Beispiel auch zu mir. Das Hauptproblem ist nur, der deutsche Mann. Warum der deutsche Mann? Naja, ich bin ja nun auch einer. Und anscheinend meint der deutsche Mann, das immer alles besser zu wissen. Auch wenn er eigentlich von der Materie keine Ahnung hat. Und das kann sich natürlich fatal auswirken, weil mit so einem Hausbau hängt viel Geld zusammen. Sehr viel Verantwortung, dass man sich da aufbürdet. Man entscheidet sich ja nicht für ein Haus für die nächsten 2 Jahre, sondern für die nächsten 20. Und in dieser Zeit muss es ja auch abbezahlt werden. Und in dieser Zeit steckt man sehr viel Geld hinein. Also ich hatte immer Bauherren, die heutzutage mindestens in Haus und Grundstück 600.000, 700.000 Euro investiert haben. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man dann auch die richtige Wahl trifft. Und da reicht es nicht, dass man einfach nur im Internet schaut, was wird denn über das Unternehmen gesagt. Ich war selber mal in solchen Foren drin und habe mal einfach mal mitgelesen und war doch teilweise bestürzt, wie Bauherren sich untereinander dort beraten haben, mit welchem Halbwissen und mit welchen Falschinformationen. Und die Bauherren waren dann, die anderen, die eben die Fragen stellten, waren dann sehr zufrieden damit. Wenn jemand sich negativ äußerte, dann wirkte das irgendwie gleich positiv. Obwohl derjenige eigentlich auch nur ein beschränktes Wissen hatte von dem, was er da beschrieben hat. Kurz und gut, was eigentlich nötig ist, ist, dass wenn man irgendwo einen Hausvertrag unterschreibt, dass man sich vorher kompetent beraten lässt. Und zwar von Fachleuten. Da gibt es ja einige neutrale, zum Beispiel der Bauherrenbund oder Verband privater Bauherren. Oder auch die vielen anderen Bauberater, die es ja auch gibt, die man ja auch mal in Anspruch nehmen kann. Man sollte es auf jeden Fall tun. Und auch ich tue es das natürlich gerne. Denn es ist wichtig, dass der Kunde wirklich, bevor er unterschreibt, weiß, dass er hier weitestgehend sicher ist. Und dazu gehört es, dass er beraten wird zur Baubeschreibung, zum Bauvertrag, zum Entwurf. Zu viel mehr, zum Angebot natürlich auch. Was steht denn da drin und was wurde weggelassen? Was steht nicht drin? Was müsste denn rein? Das kann ein Bauherr, der nicht vom Bau ist und aus der Branche kommt, nicht wissen. Und auch die Baubeschreibungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Bauherren gehabt, die sagten dann zu mir, ja, aber der andere ist doch sehr viel günstiger. Ja, und dann war eben meine Bitte, ja, geben Sie mir doch mal das Angebot und die Baubeschreibung. In seltenen Fällen habe ich sie dann bekommen.
Und wenn ich sie dann bekommen habe, konnte ich die Unterschiede aufzeigen. Und dann liegt es natürlich am Kunden zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Natürlich ist das aus einer Verkäuferposition schwierig. Ne? Wenn man jetzt das Gegenangebot bekommt und sagt, das ist nicht gut, weil das und das. Naja, der ist ja Verkäufer, der will ja sein Haus verkaufen. Das ist natürlich immer sehr schwierig. Insofern ist ein neutraler Bauberater immer sehr hilfreich. Was kostet so etwas? Also, mein Stundensatz beträgt 70 bis 100 Euro. In dieser Zeit kann man viel schaffen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn Sie es dann noch schaffen, sage ich mal, mit dem Bauherrnberater zusammen, bei dem Unternehmen, wo Sie gerne unterschreiben wollen, noch einen Preisvorteil zu erzielen, dann sind die Kosten, die Sie für den Bauberater ausgegeben haben, schon wieder drin. Und haben sogar vielleicht noch mehr rausgeholt. Also es lohnt sich immer, auf jeden Fall. Schon allein, wenn man bedenkt, was für Folgekosten entstehen können, weil man eben nicht vorsichtig genug war und nicht gründlich genug. Ich möchte Ihnen meine Dienste, aber auch die Dienste vieler anderer Bauherrenberater oder Bauberater anpreisen, wenn man so will, weil es sehr viel Sinn macht und weil es die klügere Entscheidung ist, das zu nutzen, bevor man irgendwo unterschreibt. Kommen Sie gerne auf mich zu, ich würde mich freuen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder, wenn ich wieder ein Video reinstelle. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.